Drückt mir die Daumen, Leute. Ich werde es brauchen. Ich werde sowas von brauchen. Danke. Ich habe Angst, meine MP zu verbrauchen, tatsächlich. Ich wollte jetzt nicht wie ein abgefuckter und beim letzten den innerhalb von einer Minute down hatte beim ersten Versuch. Innerhalb von einer Minute? Bei den, bei so viel HP-Balken, what the hell? Der hat doch 5 HP-Balken, oder? Okay, ich hab volle Magie, das heißt, ich kann draufballern. Sieht so aus, ob ich da weg sollte. Oder auch nicht. Okay, dann halt nicht. Dann werde ich halt weiter einfach nur draufkloppen. Ich meine, es bietet sich an. Nur bei dem Inferno. Ich sollte halt die Vorzeichen von dem Inferno mir mal genauer zu Gemüte führen, was wir sehen. Und nicht von seinem Flügel blockiert werden. Ah, okay, das sind die Vorzeichen vom Inferno. War es Level 6 und... Oh. Okay. Macht aber viel Spaß. Und du, der stärkste Damage Keep, hat gar nicht abgeholt oder du hast es nicht bekommen. Ich sag mal so, ich bin ja sowieso eher der Magienutzer. Das ist nur bei den Bosskämpfen nicht so das Wahre. Ich muss halt vor allem bei dem, bei der spontanen Selbstentzündung, die er da manchmal macht, aufpassen. Feuer macht dem Feuerdämonen mehr Damage als Deep Freeze. Okay. Ergibt Sinn. Ergibt eindeutig Sinn, ja. Aber wenn du meinst, dass ich Memoir nicht geholt habe, ich hab's natürlich geholt. Ich meine, ich war gerade da. Natürlich hab's mir dann auch geholt. Ist ja selbstverständlich. Okay, dann muss ich mich nicht selbst sein. Umso besser. Deshalb glaube ich weniger als sehr idealisiert, vermutlich, ja. Ich meine, ich bin halt echt am Überlegen, dann vielleicht für den Bosskampf hier dann mir Memoir zu holen. Tatsächlich. Weil so viel mit Magie werde ich hier wohl eher kaum angreifen. Oh, wenn wir gerade schon mal im Thema sind. Warte, was war denn da gerade für ein Ausrufezeichen? Oh shit, oh shit, oh shit. Ach komm, ich glaube für den Bossfighter soll ich wirklich mehr Damage machen.
Naja, das war nicht wirklich ein Fail von mir, to be honest. Obwohl, Memoir macht auch nur Mycenti voll. Ich hab gar nicht gewusst, dass das Ding überhaupt existiert. Beziehungsweise, ich hab's bestimmt schon mal damit gespielt, aber... Ja, irgendwie, nee. Ja, aber ich fand, das war nicht wirklich so ein großer Fail, um ehrlich zu sein. Ja, kein Tipp, sonst hätte ich dich da abholen geschickt. Ja. Das war ja auch kein Vorwurf. Ein Vorwurf würde sich anders anhören. Ich mag nur generell diese Flugsteuerung hier nicht. 200% Volltrefferchance. Ah ja. Ja, das ergibt natürlich Sinn, irgendein Gegenstand mit 200% Volltrefferchance. Ich bin mir sicher, das ist eine, definitiv eine Sache, die mal die realistisch ist, statistisch gesehen. Jetzt werde ich mich hier mal ein bisschen konzentrieren. Sollen der selbst? Ja, das sind sie selbst. Ja, das sind sie selbst nicht. Ne? Oder? Bin verwirrt. Mach das nicht. Habe auf jeden Fall mal geheilt, weil ich sowieso genug MP hatte. Im Buch steht 200. Ja, aber 200% Chance und jeder Statistiker steigt ja aufs Dach. Um es mal so zu sagen. Weil 200% Chance existiert nicht. Und außerdem muss... ich mir das Spiel ja nicht... Ich muss ja mir das, die finalen Bosskämpfe ja nicht easy machen. Also passt das alles. Also passt es auch, wenn ich die Keyblade nicht hab. Das Beste. Dann lerne ich die Bossfights halt. Gibt auch viel mehr was. Ich hätte nur gerne ein bisschen mehr Defense tatsächlich. Um ehrlich zu sein. Oh nein. Ja, von außen sieht man das tatsächlich besser, wenn man nicht ständig in seinem Nacken sitzt und ihm eine reinprügelt. Wann er das Feuerzeug macht. Chit-Chit, ist hier Feuerpartikel? Vor allem, dass er mich damit einfach two-hitten kann. Das ist das, was mich am meisten wundert. Ich kann schauen, ob ich Items habe, die meine Defense erhöhen. Das stimmt natürlich. Na gut. HP-Mangel. Ich muss erstmal Abilities nicht mehr ausrüsten. Ability, wozu brauche ich beim letzten Bossfight einen Tech Boost? Da brauche ich auf jeden Fall keine Level-Ups mehr. 2, Draken weg. Okay, ja. So, den Omega Dot. Noch irgendwas auf meiner Abwehr. Ne, warte, Abwehr ist das zweite. Die Radklinge. So, damit habe ich ein bisschen mehr Abwehr hier.
Ding genommen, aber. Man weiß aber nicht dran denken. Ich meinte eigentlich irgendwie. Abi. Ja, das geht doch nur für Fähigkeiten. Wozu brauche ich das denn jetzt? Ne, wenn ich nicht dran denke, dann denke ich nicht dran. Dann ist es halt so. Soll ja immer noch ein authentisches Playthrough sein, ne? Die dauerhaft Attack und Verteidigung fällt. Ich meine, ich weiß zu schätzen, dass du mir helfen wirst, aber es soll ja auch noch ein authentisches Playthrough sein. Außer halt bei den Sachen, wo ich nicht weiß, wo ich hingehen soll, weil es einfach kacke in Kingdom Hearts 1 gemacht ist. Und da sage ich mir, da ist mir relativ egal. Ich weiß nicht, ob ich diese Items schon jemals gesammelt habe, die dauerhaft irgendwas steigern. Und ich habe jetzt meine. Und ich weiß auch genau, wie ich durch seine Feuerbrunst da durchkomme. Nämlich eigentlich ganz einfach. Da ich das Leaf Quest habe, kann ich mich einfach da durchheilen. Also ich kann den ersten Hit nehmen, dann dann durch Leaf Quest tanke ich den zweiten. Sozusagen. Das ist clever, oder? Und dann habe ich wieder genug HP für den dritten. Oh, nicht schon wieder. Komm schon. Kommt so wie Abilitamin ab und zu mal in Drops in Kisten. Ah, okay. Und ich habe ja zur Not noch einige Items. Ja, das ist auch mal eine Methode. Ja, ich bin mit der eigenen Taktik, die vielleicht ein bisschen unkonventionell ist, aufgekommen, aber es funktioniert. Aber wer braucht schon. Aber ich bin auch nicht der Mann für die konventionellen Strategien dieser Welt. Ja, so passt schon, würde ich sagen. What the? Wie viel hat er mir gerade auf einmal gezogen? What the hell? Items. Habe ich da wirklich welche? Dauerhaft irgendwas boosten? Ich habe halt. Ich habe einmal Kraftbolzen. Einmal Kraftbolzen und. Dreimal Schutzengel. So, dann speichere ich jetzt nochmal. Gehen wir jetzt mal wirklich in die Welt da rein. Und ich will das eigentlich noch in dem Stream hier schaffen. Ich will jetzt nicht extra deswegen nochmal einen anderen Stream machen. Ich denke mir nur so, wenn es 2 Uhr morgens wird, dann sollte ich eventuell wirklich mal. Jo. Wirklich mal aufhören. Könnte der relativ lang werden heute. Ja, dann ist es eben so. Ich muss morgen nicht früh aufstehen, also. Ist nicht mein Problem. Versuche mich beim letzten Boss vor.
genug wahrscheinlich. Guten Morgen. Moin, Joel. Ah, ist schon nach 0 Uhr, okay. Um die 15 Versuche gebraucht auf dem Kolosseum, ja. Ich finde es immer noch so schön ironisch, dass sie mit Feuer einfach so schön wegpenetrieren kann eigentlich. Aber die Musik ist echt schön. Wie geht's denn überhaupt? Hab grad gar nicht gefragt. Ich glaube, du musst mich direkt zweimal durchschalten. Echt mal Phantasia 2000. Ist das nicht dieser Disney-Film, von dem jeder zweite vergisst, dass er existiert und oder von Disney ist? Das Scherbock, ich glaube, die Musik auch dann. Okay. Dann ist das wohl ein Plan. Achso, ich hätte gedacht, das wäre ein Kingdom Hearts. Das wäre Kingdom Hearts Musik, das hier. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das hier tatsächlich irgendwo raus ist. Also aus irgendeinem Disney-Werk. Das wundert mich gerade echt, weil. What the hell? Ein Disney-Film, der von Disney ist. Hm. Das Trauen und Verstören, obwohl es ein Aspekt der Wirklichkeit ist. Okay. Kann ich nicht beurteilen, weil ich kenne den Charakter Tschernabok. Oder die Figur Tschernabok oder wie auch immer. Kenne ich nicht. Ich habe es gerade eben noch gedacht, der wäre aus Kingdom Hearts. Es wäre einfach nur ein Herzloser. Er sieht halt aus wie ein Herzloser. Wenn die Musik da auch ist, aber es würde halt passen. Kann ich dir halt auch nicht sagen, ne? Also. Nein, 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 nein. Ah, shit. Ich habe mich ja gerade schon wieder zweimal geheilt aus Versehen, das ist nicht so nice. Aber wenigstens bleibe ich gerade so einigermaßen konstant auf 3 MP-Balken. Oh nein. Sagt er und wird von dem Boss zurück auf 2 MP-Balken gemobbt. Sollte auch anders sein. Aber zum Glück habe ich diese eine Fähigkeit drin, die, wenn ich Damage bekomme, dass ich MP bekomme, so kann ich mich immer heilen. Braucht man halt echt im Kingdom Hearts 1. Ohne die ist man halt schon immens im Nachteil, würde ich mal behaupten. Die ist based on the God of Night in Slavic Mythology. Echt? Gut zu wissen. Oh nein.
hast nur gerade mal nachgelesen, okay. Zum Glück habe ich gesehen, dass er sein Feuer da auffällt. Ansonsten wäre ich nämlich ganz schön alt ausgesehen an der Stelle. However, in the American version of Kingdom Hearts, as well as in Kingdom Hearts Fire Emblem, the background music within the arrangement of Night on Bold Mountain, named Night on the Bear Mountain. Okay. Gruppenfähigkeit Paragleiter bekommen. Kann ich hier noch mal irgendwo speichern? Danke, danke. Wollen letzten Abend? Ja, aber wo und wie? Aber nicht direkt, okay. Vulkankegelrei. Okay. Hier kann man noch mal speichern. Wahrscheinlich unten. Nein, warte, hier nicht. Ich glaube, wenn ich durch dieses Loch runtergehe, komme ich nicht so schnell wieder hoch. Walt Disney called Chernobog the Devil himself. Shit! Ne, warte, das war richtig. Oder? War das richtig? Ich hab doch keine Ahnung. Ich will doch nur meinen Checkpoint haben. Bitte warnt mich, bevor ich am Checkpoint vorbeirenne, ne? Ist der noch weiter weg? Weil bei so Sachen folge einfach dem Weg, okay. Alles klar, ich falte einfach den Weg, ist gut. Ja, sorry, der musste sein. Ja, was denn? Lass mich doch meinen Weg falten, wenn ich will. Oh, nice. Ich habe ihn da rausgestunt. Aus der Magie, die der machen wollte. Ich habe so keine Ahnung, welches war, aber ich habe ihn irgendwie rausgestunt. Also yay, I guess. Aber ich hatte nicht mehr im Kopf, dass das alles hier so lang geht. Na komm, der kann da eigentlich genauso gut draufhauen. Der Bock im ursprünglichen Phantasia vorkam, nicht in 2000, aber in 2000 ein echter Charakter, der auf der Antenne kleiner Bock visuell angelehnt war. Okay. Wie gesagt, von Phantasia 2000 habe ich so wenig Ahnung, du könntest mir
Da theoretisch erzählen, da geht's um Fanta. Nein, das jetzt nicht unbedingt, aber um Fanta und um Bier. Nee, also, wie gesagt, das nicht, aber ich glaube von Phantasia 2000 hat echt keine Ahnung. Oder dann halt anscheinend nur Phantasia. Aber hey, ich bin ja sowieso jemand, der Kingdom Hearts sehr mag, obwohl ich nie so ein großer Disney-Fan war. Vor allem als Kind nicht, deswegen. Ja, sowieso alles ein bisschen merkwürdig. Und ich muss auch sagen, ich hatte, bevor ich ja Kingdom Hearts vor zweieinhalb Jahren zum ersten Mal gespielt hat, hatte auch schon immer Interesse an der Spielreihe, nur ja, hab ich halt vorher nie gespielt. Was soll man uns dazu sagen? Hey, Phantasia ist bei Disney Plus, wundert mich jetzt irgendwie nicht. Wäre irgendwie traurig, wenn es nicht auf Disney Plus gäbe, ne? Muss man halt auch mal sagen. Aber dieser Stream hier, Leute, ich glaube, der wird noch lange gehen. Und ganz ehrlich, wenn ich um 2 Uhr noch nicht den letzten Boss besiegt habe und schon mehrmals versucht habe, glaubt ganz ehrlich, dann werde ich wahrscheinlich trotzdem weitermachen, so wie ich mich kenne. Ein kleiner Gegner-Wash, also. Count me on it. Oh, Feuer ist einfach super. Also Feuer ist einfach super in dem Spiel. Ich glaube, das kann man... Ich bin so froh, dass man das in dem Spiel bekommt. Vor allem, wenn man damit einfach Gegner am Ende, gegen Ende two-hitten kann. Oh shit. Das ist eine Gegnergruppe, die wollte ich nicht sehen. Also die wollte ich eindeutig nicht sehen, aber... Naja, ne? Lässt halt nicht vermeiden. Deswegen wird das hier einfach nur Chaos rumgeslashert. Weil hier zu versuchen, irgendwie eine Struktur reinzubringen, wird, glaube ich, einfach nicht funktionieren. Okay, fairerweise funktioniert das auch so nicht. Anscheinend. Nein. Ach komm, verstehe. Na, theoretisch könnte ich ja rufen, ne? Dann an der Stelle. Aber das war gerade echt so maximal bitter. Ich glaube, das war ja der letzte Stein, den er wegkriegen muss, damit er durchkommt. By the way, auch ein schöneres Design fallen uns. Ja, gut. Das ist auch so eine Sache, da kannst du viel behaupten. Im Gegensatz zum Original, ja. Wie gesagt, er kann viel behaupten gegenüber jemandem wie mir, der das Original nicht kennt. Ich glaube, es sind 5 Wellen oder so. Ah, doch, so viel.
Das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass so viele Wellen sind, aber okay. Aber ja gut. Ich meine, es war zu erwarten, dass es nicht wenige Wellen sind, um es mal so zu sagen. Goofy hat mittlerweile auch mal gecheckt, dass man ziemlich gut auf den Ding draufstehen kann. Nachgefühlt in einer Ewigkeit. Aber bei dem war es dann anscheinend doch mehr gefühlt ein Zufallsprodukt als sonst was. Und ich bringe den Boss in den... Man versucht gerade den Boss irgendwie hochzuspringen, aber das ist nicht ganz so einfach. Okay. Ich muss halt schauen, dass ich jetzt alles total safe spiele. Kein Risiko gehen. Hab jetzt überhaupt gar nicht mehr. Nur alles so safe spielen wie möglich ist halt auch so ein bisschen kontraintuitiv, weil man will natürlich ja die Gegner so schnell wie möglich erledigen, damit sie weg sind, aber manchmal safer zu spielen ist vielleicht doch keine schlechte Lösung, gerade jetzt wenn da die einen Gegner da wiederkommen. Dann Bild vom originalen Server gepostet, alles klar. Das sehe ich mir dann vielleicht. Ich weiß noch nicht genau, wann ich mir ansehe, aber ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass es geschafft hat. Und danke natürlich. Deine neuen Freunde heißen Invicta. Ah, okay. Das ist komisch, sie heißen Invicta, aber waren doch Victorians. Verrückt gewesen. Ja, schön, schön, ich weiß. Ich bin Teil davon weg. Das ist keine Katze, die man überspringen kann, weil es in-game gerendert ist. Okay, das ergibt sogar leider Sinn. Okay, dann war ich in der dritten von 5 Wellen. Okay. Ich merke gerade, die Gegner da waren doch nicht so ohne. Ich hab die einfach nur relativ schnell weggebrannt. Ich meine, dann sind die auch nicht mehr so die große Bedrohung, wenn man die wegbrennt. Ich habe das Gefühl, so ist das mit den meisten Dingen im Leben. So, jetzt sollen die mich mal hier penetrieren. Das zumindest mal versuchen. Oh mein Gott, das hätte eigentlich schon viel früher im Spiel machen müssen, ne? Also mehr mit Aero arbeiten. Das Bell ist ja echt super. Auch wenn er mir sehr viel meiner Magie abzieht, aber es ist halt sehr gut, wenn man hier alles sehr safe spielen will. Wenn man einfach mal so spontan seine Defensive verdoppelt. Ich muss sagen, hat schon was, ne? Ich habe halt schon gedacht, was kommt jetzt als nächste Phase? Das hätte mir nämlich schon ein bisschen Angst gemacht, um ehrlich zu sein. Wir werden es ja sehen, denke ich. Oh, die Dinger. Warte. Dann mach ich aber auch mal schnell den hier. Weil gerade wenn die ihren, wenn die Engelsviecher da, deren Namen ich bestimmt nicht vergessen habe, wenn die ihren einen Truster aufladen und der trifft, ne?
Dann wird's böse. Dann will ich wirklich nicht am anderen Ende des Schusses dann stehen, ne? Ja. Und ich glaube, um das Ziel zu wechseln, muss man auch anvisieren, oder? Also will ich nicht on the receiving end stehen, definitiv. Ja, aber zwei Magiebalken dafür sind halt auch schon viel. Gerade hier jetzt gegen Ende des Spiels ist Verteidigung eigentlich so immens wichtig. Eigentlich nicht drauf verzichten kann. Ah, ich weiß nicht, das ist so bei mir gerade ein bisschen Zwiespalt mit meiner Fähigkeitennutzung, ne? Es ist halt auch einfach nicht so ganz... Oh. Donald weiß anscheinend genau, was ich will. Ein Guter. Oh mein Gott, diese letzte Welle, ne? Nein, nein, nein. Ich will ihn da einfach gerade noch mal haben, danke. Da habe ich wenigstens noch die Invicta, um die ich mich sorgen muss. Ich meine, die muss ich mich auch stark sorgen, wie man gerade sieht, aber egal. Aber wenigstens, wie gesagt, Aero. Oder Aero Ra ist ja mittlerweile, regelt da halt echt mit der erhöhten Verteidigung. Das ist. Ist auch schön, dass ich erst am Ende vom Spiel merke, wie nützlich der Zauber eigentlich ist. Dann, wenn man eigentlich meinen sollte. Sollte man mit allen Zaubern mal ein bisschen was ausprobiert haben. Aber hier hat man auch gerade die Schattenseite von der Aerora gesehen. Weil einerseits klar ist es geil, die Verteidigung davon zu haben. Aber andererseits ist es dann halt auch super gefährlich. Wenn man Verteidigung auf einmal nicht mehr hat. Und dann den Angriffen ausgesetzt ist. Und ohne zu wissen, wie ernst die Lage dann im Moment eigentlich ist für die eigene Gesundheit. Okay, noch eine Welle. Ich frage mich echt, was sie sich beim Magiesystem von Kingdom Hearts 1 gedacht habe. War zu gierig am Ende. Ich war da einfach nur zu gierig gerade. Oh nee. Gerade doch nicht ernsthaft passiert, oder? Ja, ich muss alle Wellen nochmal machen. Es frustriert schon ein bisschen, muss ich sagen. Aber ich weiß auch, ich bin absolut selbst schuld. Ich habe keine Aero mehr benutzt und ich war unvorsichtig. Das in Kombination... Wie man sich vorstellen kann, keine gute Mischung. Und da brauche ich mich eigentlich auch für nichts wundern.
Er wird ja auch, also halt wirklich für gar nichts, ne? Also. Ich hatte es da eigentlich auch dadurch verdient, da drauf zu gehen, in die Spiele. Oder übel gespielt. Oh man. Warte, wann halt. Wow, die letzte Nachricht von Lucia hat gar nicht gelesen, dass ich mal kurz weg bin. Passiert. Einfach zu sehr in der Sache vertieft, muss man so zu sagen. Aber komm. Jetzt aber. Diesmal schaffe ich den Boss-Rush. Den Boss-Rush. Boss-Rush ist ja nicht wirklich, das ist mehr so, Gegnerwellen, die auf einen einpassen. Boss-Rush wäre dann doch schon nochmal ganz was anderes. Nur ich bin da gerade so ein bisschen ratlos, weil, ich bin mittlerweile, ey, die Sache ist, von moderneren Spielen ist man besser gedeste Checkpoints gewohnt. Und deswegen frustriert umso mehr, wenn man wie in Kingdom Hearts dann manchmal etwas fragwürdiger gesetzte Checkpoints hat. Immer noch, aber so ist das eben. Man muss ja nicht durch ständiges Sterben die Checkpoint-Platzierung forcieren. Muss man so zu sagen. Oder forcieren herauszufinden, wie die Checkpoints platziert sind. Wenn ich dann auch wirklich beim letzten sterb. Ich sollte wirklich dann genauer auf meine HP achten und immer Erinnerung oben haben. Ich werde das jetzt auch tatsächlich durchgehen. Ich wurde halt so ein bisschen arrogant bei der letzten Welt, weil da kein Entwickler dabei war. Kann man es arrogant nennen? Ich weiß es nicht. Und das ist halt dann schon ein bisschen vollkommen meine Schuld. Oh ja gut, ich hatte mich auch schon gefreut, weil ich gedacht habe, die Welle davor wäre die letzte. Da hat mir so gedacht, ah ja, das wird schon. Deswegen hatte ich mich schon gefreut darauf, jetzt endlich zum Final Boss gehen zu können, aber ja. So läuft es halt nicht immer. Und ich bin gerade auch tatsächlich am überlegen, meine Tastenbelegung für den Final Bossfight. What the hell? Wie haben die mich denn trotz Wind down runtergespammt? Das war krass gerade. Na, ich bin gerade echt am überlegen, ob ich an der Stelle hier aufhören soll. Die Sache ist, dann müsste ich nächstes Mal nochmal den, wollte mal Balrog sagen. Balrog ist aber Herr der Ringe. Deswegen, den besiege ich nicht. Chernabog besiegen. Ich meine, vielleicht wäre ich dann nächstes Mal konzentrierter dabei. Deswegen wäre es vielleicht nicht die dümmste Idee, aber. Nee, ich ziehe das jetzt nicht. Ich muss ja nicht unbedingt den letzten Boss dann heute besiegen, aber.
Ja, mal sehen. Ich seh mal einfach danach, wie mir die Stimmung steht, sozusagen. Was meine Laune dann noch sage, ob ich weitermache, ob ich zu fertig bin, um weiterzumachen. I don't know. Würde halt alles nochmal rausstellen. Und ich merke halt auch, dass so langsam immer mehr unaufmerksam beim Gameplay wäre. Das wäre eigentlich dann eine gute Idee, nicht den Final Boss noch zu machen. Aber wie gesagt, ist auch irgendwie blöd, dann nur noch den Final Boss ausstehen zu haben. Ah, dieser innere Struggle, Leute. Merkt ihr es? Ja, mal, ich bekomme das hin. Auch wenn es dann jetzt ewig dauert, aber ich bekomme es hin. Oh, der hat sein Horn da unten. Oh. Ich meine, ich habe ja natürlich auch ein Limit, wie weit ich zeitlich gehen würde. Also bis wann ich dann maximal streamen würde. Obwohl ich heute ja so viel für die Uni gemacht bekommen habe, dass ich eigentlich morgen nur zu meiner Veranstaltung gehen muss. Aber halt gehen muss. Ich muss online kommen. Meine Veranstaltung. Also das ist schon mal positiv. Und das sollte ich so gerade noch so hinbekommen. Würde ich mal behaupten. Da ist ja, es könnte unter Umständen länger werden, aber nicht. Aber eigentlich will es halt auch nicht so immens lang machen, weil. Ich will halt niemanden auch mit dem Stream hier wach halten, ne? Ich meine, vielen hier ist jetzt sowieso relativ egal, aber. Aber mir ist dann teilweise wichtiger als den Personen selbst, dass sie früh schlafen gehen. Was auch irgendwie ein bisschen grotesk ist, aber hey. Ich werde nicht, dass jemand wegen meinem Stream viel länger aufbleibt als normalerweise. Und das sind halt schon so Sachen, über die man sich Gedanken macht, wenn man. Dass man Leute eben wach hält, wenn man um 12:30 streamt und noch kein konkret und nicht in nächster Zukunft ein Ende in Sicht ist. Aber die ganzen Invicta hier sind schon so eine Kombination nicht ganz ohne. Ach du Scheiße, was geht denn hier gerade ab? Ich wundere mich gerade, wie ich das hier überhaupt jemals überstanden habe, um ehrlich zu sein. Aber ja gut, die mit Attacken einfach runter zu spammen, hilft halt eigentlich echt ganz gut, muss ich sagen. Besser als so vieles andere in dem Game, das auch interessant ist. Sauer hat Rutschattacke halt. Ah, ja. Klar, die ist Aero auch ganz wichtig. Gott, er hat benutzt. Nee, aber ich finde es halt krass, wie viele dass manche Gegner hier, von denen man so auch gar nicht am Anfang denken würde, wie viel Damage die einfach machen können, wenn man die lässt. Ich glaube, die Kunst ist, die halt einfach nur nicht zu lassen. Nette Symphonaras, okay. Ja, ein bisschen andere Symphonaras mal. Ein bisschen weißer Anstrich.
Man muss hier, man konnte ja nicht offensichtlich kopieren, obwohl, wenn, dann hätte Sinfulara eher das Kingdom Hearts kopiert, aber egal, lassen wir das. Lassen wir sowas, was man Logik nennt. Na, da, wo es herkommt. Weil, ja, Kingdom Hearts ist so, glaube ich, ein bisschen älter. Das ist die fünfte Pokémon-Generation. Um das da sind, aber wenn das andere da Sinfulara sind, um das hier dann, ich wollte schon Galakladis sagen. Glatiantris. Ne, Tesurio wäre das dann. Glatiantris ist ja die Vorentwicklung. Obwohl, oder was für. Oder was für ein Pokémon wären das jetzt? Vielleicht auch ein Galakladi. Galaklei, das mit dem Duoplis ein Team gebildet hat. Das wird sein. Ne, nicht ein Duoplis. Eigentlich noch ne, nicht ein Duoplis. Die erste Entwicklung davon, wie hieß sie nochmal? Monoplis oder so? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall das Schwert-Pokémon da. Man kennt's. Ob man es mag oder nicht, ist eine andere Sache, aber man kennt's. So, ich habe nämlich den jetzt besiegt, dann muss ich mich nämlich jetzt nicht so schnell heilen, sagt er und musste sich heilen. Nebulak oder Apollo mit Apollo mit Optika, genau. Apollo mit Messerchen oder so. Einfach nur konzentriert runterspringen. Kann das. Und heilen. Immer das Sicherheitsziel nehmen. Nicht, dass die Gegner einen auf einmal wegkommen wollen. Ohne dass man es merkt, wie. Oh shit, da ist noch einer von denen. Okay, das ist Grund genug, jetzt doch Aemon zu machen. Einfach schön nichts anbrennen lassen. Weil ich war wieder kurz davor, es zu tun. Komm schon. Danke. Und wie gesagt, ich rede ja eigentlich relativ gerne off-topic, aber gerade verzichte ich mal aus offensichtlichen Gründen drauf. Ah gut, meine Aerora ist noch durchgegangen, ich habe gerade schon so gedacht. Okay. Aber endet diese Gegnerwelle überhaupt noch heute? Frag für einen Freund oder so. Na gut, der Trottel ist natürlich mal weg. Nein! Okay, ich habe keine Magie mehr. Ich muss jetzt irgendwas sehr schnell hitten, um wieder mich healen zu können. Wie geht der Kampf denn hier noch?
Das hält ja kein Mensch aus. Wenn ich jetzt gegen den einzelnen Victor da sterbe, bin ich selbst schuld. Nein. Ihr will mich doch verarschen. Oder? Langsam habt ihr echt das Gefühl. Und wie gesagt, sorry, dass ich so wenig rede gerade. So, jetzt kommt der letzte Engelsgegner da. Dann geht hoffentlich das Tor zum Final Boss auf. Ja, endlich. Unglaublich, aber ja, es hat endlich funktioniert. Und jetzt zum Gummijet. Mann. Ne? Was ist denn? Weißt du das nicht? Da! Sei vorsichtig, dies ist der letzte sichere Ruheort. Dort, danach wird dich kein Licht mehr schützen. Keine Angst, dein Herz ist die mächtigste Waffe, die es gibt. Vergiss nicht, du bist es, der die Tür zum Licht öffnen wird. Ich höre nichts. Seltsame Stimme kam bekannt vor, vielleicht bild ich mir das nur an. Soll es sich ein wenig ausruhen? Wahrscheinlich sollte ich mir sogar ein bisschen ausruhen. Aber naja. Wir werden ja sehen, wie viel das ausmacht. Richtiger Zeitpunkt. Auch wenn ich mittlerweile echt fertig bin, willst du zumindest einmal versuchen, noch den finalen Boss zu machen. Wie viele Versuche habe ich verbraucht? 4, 5? 6? Ne, ich komme von 4 oder 5. There is so very much to learn. You understand so little. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. Länger gedauert das Wort. Kein Thema, absolut nicht schlimm. Hallo, Iku. Take a look at this tiny place. To the heart-seeking freedom. Aufgewärmt hat den Gesprächen deiner Schwester gehabt. Ah, okay. And so this boy sought out to escape from his prison. He sought a way to cross over into other worlds, and he opened his heart to darkness. Don't bother. Your voice can no longer reach him where he is. His heart belongs again to darkness. All worlds begin in darkness. And all so end. The heart is no different.
Darkness sprouts within it. It grows, consumes it. So, das fange ich mit dem zweiten Teil an. Du, was du nicht lassen kannst. Du könntest natürlich auch versuchen zu schlafen, ne? Aber. You see, darkness is the heart's true essence. That's not true. The heart may be weak, and sometimes it may even give in. But I've learned that deep down there's a light that never goes out. Komm, weil, ja, ich weiß, wenn ich schlafen muss, Bescheid, aber könntest zumindest versuchen. So you have come this far, and still you understand nothing. Every light must fade. Every heart return to darkness. Oh shit. Come, Guardian. Oh, da müssen wir erstmal gehittet. Nachdem ich ihm fast schon den ganzen gesamten Balken abgezogen habe, aber hey. Oh nein, nicht dieser Mut. Ich weiß immer noch nicht, wie man das umgeht, aber hey. So, wie gesagt, ich konzentriere mich jetzt, deswegen bin ich relativ ruhig. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, ne? Bin schön, dass nicht über die Risse im Boden rollen kann. Ich glaube, ich sollte mich einmal doppelt healen. Ich finde es schön, dass die Bosse übrigens immer nie permanent die Phase haben in Videospielen, in denen sie unverwundbar sind. Ich finde es schön, dass sie den Protagonisten immer eine faire Chance lassen. Ja? Denkst du also, du kannst von mir wegfliegen? Das kriegst du aber nicht so gut hin, Liebe, ne? Okay, noch zwei Balken von dem ursprünglich 5 oder so. In dem Kampf gegen Anson mit seinem schönen Schatten. Herzlosen, whatever. Ach komm schon. Ich bin so schön über den drüber geflogen. Der hätte ihn auch ruhig hitten können und nicht einfach so total dämlich über seinen Kopf drüber schlagen. Ich hatte echt unterschätzt, wie lange
Oh nein. Ich hatte wirklich unterschätzt, wie lang das Ende von Kingdom Hearts eigentlich ist. Komm, ja, nimm deinen Schatten zurück, danke. Oh nein. Oh nein. Einfach nur oh nein. Wieso tut der das? Kannst bitte deinen Lakaien zu dir holen? Danke. Was? Wie zur Hölle? Aber Leute, seid mir echt nicht böse, ne? Aber ich glaube, ich mache das echt in separaten